Der Computer ist überall. Er lenkt uns ins All und führt uns durch unsere Welt. Er kämpft im Krieg und in Kriegsspielen. Eine gefühllose Maschine, die aber auch anders kann. Im Netzwerk verbindet der Computer Menschen miteinander. Er macht uns kommunikativ und kreativ und weiß bereits mehr über uns, als uns lieb ist. Hallo Computer. Wie hast du das nur geschafft, unsere Welt in so einem Maße zu erobern? Dieser Film verrät die Geheimnisse der digitalen Revolution. Denn Computer sahen nicht immer so aus, wie wir sie heute kennen. Laptops, Tablets und Smartphones sind Computer, klar. Und selbst ein Fahrkartenautomat. Aber wie hat das alles angefangen? Ein Computer. Naja, das ist eine schwierige Frage. Was ist ein Computer? Besteht aus ungefähr 5 Bauteilen. Steuerwerk, Rechenwerk, logische Einheit, Programmsteuerung, Ausgabe. Ein Rechner? Ein Computer ist eine Informationsfarbe. Der Computer ist ein universal calculating device. Ein Computer ist ein An- und Ausknopf, Monitor, Tastatur und eine Maus. Das ist seit den 80ern für die meisten von uns die Definition eines Computers. Wie die Antworten unserer Experten vermuten lassen, scheint es aber nicht so einfach zu sein. Vielleicht gibt es hier eine Antwort, im Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn. Eine der größten Computersammlungen der Welt mit Rechenmaschinen aus 150 Jahren. Warum ist es selbst für Direktor Jochen Viehhoff so schwer zu sagen, was ein Computer ist? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass einfach der Begriff Computer zu ungenau ist. Diese Definition hat sich ja auch kontinuierlich weiterentwickelt. Computer waren zu einem gewissen Zeitpunkt mal Menschen, die in einem Raum gesessen haben und einfach Rechenarbeit per Hand erledigt haben. Da kommt ja auch ein bisschen der Begriff her, Computer. Aber natürlich hat man auch schon in der Antike mit bestimmten mechanischen Geräten, beispielsweise die Umlaufbahnen von Planeten, berechnet. Steintafeln waren gut und schön. Rechnen können musste man aber immer noch selbst. Das änderte sich erst 1820. England im viktorianischen Zeitalter. Die Menschen lesen Charles Dickens und vertreiben sich ihre Zeit auf der Pferderennbahn. Wissenschaft und Technik haben zur Industrialisierung geführt und das Leben schneller gemacht. Man reist nicht mehr nur mit Pferd und Kutsche, sondern auch mit der Eisenbahn. Dampfkraft treibt die Maschinerie des Fortschritts an. Es ist eine Zeit der Umwälzungen, Erfindungen und komplexen Berechnungen. Und mittendrin Charles Babbage. Babbage ist Mathematiker, aber auch Metaphysiker und Lebemann.
Charles Babbage war auf tragische Weise seiner Zeit voraus. Er hat den modernen Briefverkehr erfunden. Die Idee, dass ein Brief einen Penny kostet, egal wohin er in England geht, das war Babbages Idee. Und er hat die Blackbox für Lokomotiven erfunden, die Informationen aufzeichnet, damit man nach einem Unfall herausfinden kann, was genau geschehen ist. Babbages Begeisterung für Maschinen und Erfindungen entflammt als Kind, nachdem er den als Schachtürken bekannten Apparat erlebt hat. Er weiß nicht, dass in dem vermeintlichen Schachroboter ein Mann sitzt, der die Züge übernimmt. Deshalb zweifelt er auch nicht an der Realisierbarkeit einer denkenden Maschine. Der Maschinenbau macht damals gewaltige Fortschritte. Doch die dazu nötigen präzisen Berechnungen muss man mühsam per Hand erledigen. Für Winkelfunktionen oder Logarithmen sind Zahlentabellen das einzige Hilfsmittel. Fehler und Ungenauigkeiten in den Tabellen überzeugen Babbage davon, dass die Berechnung solcher Zahlen besser maschinell erfolgen sollte. An dieser Werkbank entwickelt er in mühevoller Kleinarbeit den Prototyp einer Maschine, die große Zahlenmengen zuverlässiger berechnen soll als jeder Mensch. Die Differenzmaschine. Per Handkurbel angetrieben, stellt sie ihre Berechnungen allein mittels Walzen, Hebeln und Zahnrädern an. Ein moderner Teilnachbau lässt vermuten, dass für die ganze Difference Engine gut 25.000 Einzelteile nötig waren. Um diese Maschine zu bauen, braucht Babbage Geld. Er kann die Regierung von seiner Idee überzeugen und erhält ein enormes Budget. Damit gerät Babbage allerdings auch unter Druck, etwas Brauchbares zu liefern. Charles Babbage hatte all diese Visionen für Computer, aber seine Maschine wurde niemals gebaut. Stattdessen verbringt Babbage Jahre mit Fehlplanungen und Streitigkeiten mit seinen Mitarbeitern. Schließlich findet er eine Seelenverwandte, Ada Lovelace. Ihr Vater, der Dichter Lord Byron, hält es nicht so mit der Treue. Die Mutter, auch adelig, hält es nicht länger mit Byron aus. Die junge Ada hält sich lieber an Mathematikbücher. Unerhört. Mit gerade mal 18 stolpert Ada 1833 in eine von Babbages legendären Partys. Dort gibt sich die viktorianische Prominenz ein Stelldichein. Mittendrin Babbage, der den Prototyp seiner Differenzmaschine demonstriert. Angefacht von der geteilten Liebe zur Mathematik entbrennen die beiden füreinander. Doch es bleibt nicht bei reiner Schwärmerei. Babbage weiht sie in sein nächstes Projekt ein. Die Analytical Engine. In Babbages Fantasie ein 19 Meter langes dampfgetriebenes Ungetüm. 25 Tonnen mechanischer Rechenpower. Dabei schwebt ihm ein Prinzip vor, das die Grundelemente heutiger Computer um 100 Jahre vorwegnimmt. Die Idee, dass man Prozessor, Speicher, Ein- und Ausgabe hat, war bereits deutlich in Babbages Design vorhanden. Was wir heute den Prozessor nennen, nannte er die Mühle. Diese rechnende Mühle hatte einen Speicher, in dem Informationen abgelegt werden konnten. Man konnte auf diese Informationen zugreifen, eine Zahl zum Beispiel, etwas damit rechnen und sie dann zurück in den Speicher legen. Also, wie wir es mit Programmen tun. Erstmals könnte eine Maschine unterschiedliche Programme ausführen und ganze Zahlenkolonnen abarbeiten. Während wir heute alle möglichen Datenträger haben, muss Babbage damals überhaupt erst einmal ein Eingabemedium finden. Dafür schaut sich Babbage das Konzept des Jacquard-Webstuhls an. Um ausgefeilte Textilmuster in Massenproduktion fertigen zu können, werden seit dem 18. Jahrhundert Lochkarten oder Streifen benutzt. Das Lochmuster gibt an, wann im Fertigungsprozess welcher Kettfaden angehoben wird. Eine Art Programm mit Pappstreifen als Datenträger. So könnte man auch Daten in die Analytical Engine eingeben. Schnell erkennt Ada Lovelace das Potenzial der programmierbaren Maschine
und entwickelt eine eigene logische Eingabesprache, die mehr aus ihr herausholen soll. Warum nur Zahlentabellen berechnen? Warum nicht Maschinen steuern oder Musik komponieren? Die Möglichkeiten der Analytical Engine scheinen unbegrenzt. Doch all die gegenseitige Inspiration, die genialen Visionen für künftige Anwendungen, sie helfen nichts. Die Regierung sieht keine Zukunft für die Maschine. Alles, was Babbage letztendlich zustande bringt, passt heute in den Glaskasten eines Museums. Well, in a technical sense, aus technischer Sicht kam er aus dem Dampfzeitalter. Und er sah die Ära der Elektrizität nicht kommen. Was sehr interessant ist, denn er lebte in den 1850er Jahren, als Elektrizität eine wichtige Technologie wurde. Aber er hielt am Dampf fest. Wenn er sich entschieden hätte, seine Maschinen elektrisch zu bauen, hätten wir Computer vielleicht 50 Jahre früher gehabt. Ada Lovelace stirbt 1852 mit nur 36 Jahren an Krebs. Charles Babbage 20 Jahre später. Nicht eine einzige seiner Rechenmaschinen wurde jemals fertig gebaut. Erster beim Sport zu sein, das zählt. Aber als Erster eine brillante Idee zu haben, das ist keine Garantie für Erfolg. In Sachen Computer sollte es weitere 70 Jahre dauern bis zum nächsten großen Schritt. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf den Weg dorthin. 1874 wird die Schreibmaschine erfunden. Zunächst sind die Tasten noch alphabetisch angeordnet. Doch die Hämmerchen verkeilen sich zu häufig. Deshalb setzt sich eine Tastenanordnung durch, die häufig genutzte Buchstaben weit entfernt voneinander setzt. Diese Anordnung kennt heute jeder. 1876. Das Telefon ermöglicht es den Menschen, über weite Strecken miteinander zu sprechen. 1879. Die Registrierkasse wird dem Einzelhandel eine große Hilfe. Und dann rollt das 20. Jahrhundert heran. Menschen arbeiten am Fließband. Die Weltwirtschaft floriert. Und mit ihr der Finanzmarkt. Konto und Buchführung werden zu Mammutaufgaben. Rüstungsingenieure entwickeln ballistische Kurven und neue Waffen weiterhin mit Rechenschieber und Logarithmentafel. 70 Jahre nach Babbages Scheitern hat sich bei Rechenmaschinen wenig getan. Also diese normalen Saldierungsmaschinen oder Buchungsmaschinen, die konnten halt immer eine Operation für eine ganze Tabelle machen. Also das ist, kann man vielleicht vergleichen mit so Excel-Sheets. Und dann können Sie die Spalte festlegen, was soll mit den Spalten passieren. Zum Beispiel überall Faktor 2 multiplizieren und das einmal die ganze Spalte runter. Es gab aber keine Möglichkeit, Schleifen einzubauen oder dass man abhängig von den Zahlen oder den Inhalten der Spalten irgendwie den Ablauf hätte ändern können. Also insofern rechnen, mechanisch runterrechnen, das funktionierte schon sehr gut. Aber richtig eine Programmierung in dem Sinne, dass man Verzweigungen hat, dass man Schleifen hat, dass man Variablen hat, das ging dann halt nicht. Ändern sollte dies ein Deutscher. Konrad Zuse, Ingenieur, Erfinder und Bummelstudent. Wir schreiben das Jahr 1927. Konrad Zuse hat gerade sein Abitur gemacht. Das Studentenleben in Berlin der Zwischenkriegszeit hat viel zu bieten. Swingmusik, Kintop, Jazzclubs. Die 20er sind voller Verführungen. Zuse wechselt von Studienfach zu Studienfach und schließt 1935 als Ingenieur ab. Da sind aber schon dunkle Wolken am Horizont aufgezogen. Der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Schaukraut. 1935 tritt Zuse eine Stelle bei den Henschel Flugzeugwerken an. Er soll das Flügelflattern erforschen.
Diese gefährlichen Schwingungen der Flügel treten bei Geschwindigkeiten auf, die bisher nur Henschels modernste Flugzeuge erreichen. Ein wichtiger Auftrag also, aber für Zuse mit zu viel Rechenarbeit verbunden. Ja, das hat er ja immer scherzhafterweise ja selber gesagt. Ich war zu faul zum Rechnen. Aber das war natürlich die humorvolle Auslegung. Es steckte natürlich einfach dahinter, dass, ja, es war lästig, diese vielen Rechnungen. Was hatten sie denn damals? Sie hatten die einfachsten Tischrechenmaschinen, dann hatten sie den Rechenschieber und die Logarithmentafeln. Das war der Horror des Rechnens, gerade mit Logarithmentafeln. Dicke Bücher voll mit Zahlen. Horst Zuse ist übrigens Konrad Zuses Sohn. Er kümmert sich heute um den Erhalt der technischen Hinterlassenschaften seines Vaters, die im Technikmuseum Berlin zu bewundern sind. Und er kennt die 60-jährige Karriere des Vaters mit allen Auf und Abs. Also die Stelle bei den Henschel Flugzeugwerken war auf jeden Fall zukunftsreich. Also da hätte er Karriere machen können. Der war in der Abteilung F von Professor Wagner. Und die erkannten ziemlich schnell, welche Fähigkeiten er hat. 1935 kündigt Konrad Zuse nach nur wenigen Monaten seinen Job und richtet bei seinen Eltern eine kleine Werkstatt ein. Nach vielen Monaten der Grübelei und Planung macht er sich daran, seinen ersten Rechner zu bauen. Mit einer Laubsäge bewaffnet werden sämtliche Einzelteile in mühsamer Arbeit zurechtgesägt. Drei Jahre später ist es dann soweit. Die Z1. 20.000 Einzelteile. Elektrisch angetrieben, aber mit rein mechanischen Rechenwerken. Die Programmierung übernehmen gelochte Filmstreifen. Das Besondere an der Z1? Sie arbeitet in Binärsprache, also digital. Was bedeutet das? Wir sind es von klein auf gewohnt, im Dezimalsystem zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Finger. Doch der Mathematiker Leibniz beschreibt schon 1705 ein Binärsystem, bei dem 0 und 1 genügen, um jede beliebige Zahl darzustellen. Was im Dezimalsystem die Zehner stellen, sind im Binärsystem die Bits. Mit nur 10 Fingern, also 10 Bits, kann man so bis über 1000 zählen. Und weil Kippschalter, genau wie ein Bit, nur zwei Zustände kennen, an oder aus, 0 oder 1, liegt es nahe, die einfachen Bauteile und das binäre Rechnen zusammenzubringen. Textverarbeitung? Bits. Digitale Musik? Bits. Ein Taschenrechner? Bits. Skypen? Bits. Das Foto einer süßen Katze, die nicht mehr unter uns weilt? Es braucht schon eine 13 Meter lange Papierrolle, um die ganzen Nullen und Einsen auszudrucken, die ein Computer mühelos in die Darstellung eines Katzenfotos übersetzt. Wer es genau wissen möchte, es sind 8.365.888 Bits. Binäre Zahlen sind so vielseitig, dass bis heute alle Computer mit ihnen rechnen. Doch die Z1 hat eine eklatante Schwäche. Die mechanischen 0-1-Schalter in den von Hand gebauten Schaltwerken verkeilen sich zu oft. Diese Fehleranfälligkeit lässt Zuse keine Ruhe. An den Mann bringen und verkaufen oder vermarkten, ging nicht. Die lief ja nicht zuverlässig, die Maschine. Wenn man sich auch den Nachbau anschaut, da haben wir das gleiche Problem. Und da war an Vermarkten nicht zu denken. Er hatte wirklich im Kopf, das hat er auch immer geschrieben in seinen Unterlagen, ich brauche eine zuverlässige Maschine. Das Telefon bringt die Lösung. Genauer gesagt, die Relais aus den Vermittlungszentralen. Elektrische Magnetschalter, die entweder an sind oder aus. 1 oder 0. Na bitte, ein Bit. Ja, das sind solche. Das ist also ein altes Telefonrelais. Und das, wenn Sie früher mit den W-Telefonen gearbeitet haben, da gehörten noch die Schrittschalter dazu. Da wurde das auch mal angezogen, nicht angezogen. 0-1, 0-1. Während Zuse über einer verlässlichen Maschine brütet, stürzt Europa ins Chaos. 1939 marschiert die Wehrmacht in Polen ein.
Im Zweiten Weltkrieg stehen Wissenschaft und Ingenieurswesen nun im Dienste militärischer Strategie. Gefördert wird, was das Deutsche Reich seinem wahnsinnigen Endziel näher bringen soll. Und Zuse? Naja, ein bisschen infiziert. Also er war nicht bei der NSDAP, aber so diese am Anfang, denke ich mal, war er nicht so kritisch in der Politik, wie er nachher geworden ist. Am 21. Dezember 1943 wird die Z3 bei einem Bombenangriff zerstört. Die Welt und auch das Dritte Reich bekommen von Zuses bahnbrechender Erfindung nichts mit. Wie gut, dass Konrad Zuse 1945 einen fleißigen Sohn in die Welt setzt, der die Z3 komplett rekonstruiert. Dieses sagenumwobene Stück Technik, 1941 erbaut von einem Privatier, ist das erste funktionsfähige Elektronengehirn der Welt. Die Schaltwerke, hier im Nachbau aus modernen statt aus alten Telefonrelais, arbeiten zuverlässig, jedoch in einem anderen Tempo, als wir es heute gewohnt sind. Ein moderner PC oder Mac hat um die 3 GHz Taktfrequenz. Das sind 3 Milliarden Schaltungen pro Sekunde. Sie müssen sich vorstellen, dass die Lampen dann hier 3 Milliarden Mal pro Sekunde schalten würden, was Sie weder sehen noch hören können. Das wäre ein Unterschied von 1 zu 600 Millionen zu einem modernen Computer. Man kann auch noch was anderes vergleichen. Wie viele Rechenwerke dieser Art würden Sie brauchen, um das Wischen der Bilder bei einem Smartphone zum Beispiel? Also ich habe es mal hochgerechnet, das ist so um die 10.000. Sie bräuchten 10.000 dieser Rechenwerke, um das einwandfrei realisieren zu können. Das macht so ein bisschen klar, wohin die Computerentwicklung gegangen ist. Doch Zuse ist nicht der Einzige, der während des Zweiten Weltkriegs für einen Meilenstein der Informatik sorgt. 1940. Deutsche U-Boote bedrohen massiv wichtige Schiffsrouten im Atlantik. Zivile und militärische Lieferungen werden vernichtet. Um die Position der Angreifer zu verbergen, verschlüsselt Deutschland die Funksprüche mit einer Chiffriermaschine namens Enigma. Sie zu knacken gilt als unmöglich. Wenn in England nicht ein Wunderknabe säße. Er hört auf den Namen Alan Turing. Ein begnadeter Mathematiker, der bereits mit 24 Jahren für Aufsehen sorgt. Mit einer Abhandlung über das sogenannte Entscheidungsproblem. Darin entwickelt Turing auf elegante Weise die Theorie eines Computers, der durch Abarbeiten simpler Rechenschritte jede noch so komplexe Aufgabe lösen kann, sofern es sich um ein logisches Problem handelt. Seitdem spricht man von der universellen Turing-Maschine. Die universelle Maschine ist eine Maschine, die mit den korrekten Anweisungen alles machen kann, was andere Maschinen ebenfalls können. Das war eine sehr fundierte Idee zu der Zeit. Heute ist das für uns selbstverständlich. Apple baut Millionen iPhones und sie können alle das Gleiche. Wir können alle Programme, die wir wollen, draufladen und so werden sie individuell. Turing sorgt in den akademischen Kreisen für Aufsehen. Und die britische Regierung, die gegen Deutschland im U-Boot-Krieg kein Land sieht, wird auf ihn aufmerksam. Der Einfluss von Alan Turing war reine Glückssache. Wenn der Zweite Weltkrieg nicht gewesen wäre mit den deutschen Verschlüsselungsmaschinen, wäre Alan Turing wahrscheinlich nur ein unbedeutender Teil der Geschichte gewesen. Die Enigma scheint bis dato für die Briten nicht zu knacken. Ein Drei-Walzen-System sorgt für eine unvorstellbar große Zahl möglicher Verschlüsselungen. Ein praktisch unlösbares Problem. Doch die Maschine arbeitet streng logisch und ist damit ein Fall für Turings Theorie. Die Enigma läuft, verschlüsselt und würfelt Nachrichten durcheinander. Wie baut man eine Maschine, die die Möglichkeit erhöht, zu erraten, was die ursprüngliche Nachricht war? Und auf einen Schlag wurden Sir Alan Turings merkwürdige Ideen sehr wichtig.
Merkwürdige Ideen, die auch die britische Regierung erreichen. Und Alan Turing folgt ihrem Ruf. In Bletchley Park, einer bis in die 70er Jahre streng geheimen Codeknacker-Einrichtung, soll Turing eine Maschine entwickeln, die das Enigma-Problem löst. Sie geht als Turing-Bombe in die Geschichte ein. Unzählige Apparate wie dieser kommen ab 1940 zum Einsatz und schaffen innerhalb von kürzester Zeit, was keinem Menschen gelungen ist. Sie entziffern den Funkverkehr der Nazis. Die Antwort des Dritten Reichs lässt nicht lange auf sich warten. Die Lorenz-Maschine. Gebaut, um den Funkverkehr hochrangiger Funktionäre zu kodieren. Die Codeknacker im Bletchley Park brauchen ganze 4 Tage, um sie zu knacken. Zu lang, denn im Krieg ist Zeit die kostbarste Währung. Was, wenn es eine Maschine gäbe, die solch eine Aufgabe in wenigen Stunden bewältigt? Der Kolossus. Sagenumwobene Dekodiermaschine der britischen Regierung. 10 Stück davon werden im Zweiten Weltkrieg auf Grundlage von Turings Forschungen im Bletchley Park gebaut. Die damit dekodierten Funksprüche sind für die Alliierten ein Segen. Der Kolossus wird heute dafür gefeiert, das Ende des Zweiten Weltkriegs beschleunigt zu haben. Wie sehr die Codeknacker um Alan Turing den Verlauf des Krieges wirklich beeinflusst haben, darüber gehen die Meinungen auseinander. General Eisenhower informierte mich soeben darüber, dass die deutschen Streitkräfte vor den Vereinten Nationen kapituliert haben. Nun wehen die Flaggen der Freiheit über ganz Europa. Am 8. Mai 1945 hat der Nazispuk ein Ende. Zumindest in Europa ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Die Siegermächte haben Grund zum Feiern. Vor allem in Amerika, wo der Krieg wenig Spuren hinterlassen hat, fühlt man sich als Gewinner und blickt optimistisch in die Zukunft. Computer haben in den Zukunftsvisionen dieser Tage noch keinen Platz. Welcher sollte das auch sein? Die Z3 aus Deutschland? Im Krieg zerstört. Turings Bombe oder der Kolossus? Bis in die 70er geheim. Und sonst gab es doch gar keine Computer. Oder doch? Zumindest bekommt das jeder zu sehen, der ab Februar 46 in ein amerikanisches Kino geht. Dort bekommen die Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben einen Computer gezeigt. Den sogenannten ENIAC. Es wird von einem elektrischen Gehirn gesprochen, das in Zukunft die Steuererklärung machen kann. Von Zuse oder Turing natürlich kein einziges Wort. Also erstens mal sind die Amerikaner grundsätzlich immer gut darin, so ihre Entdeckungen besser zu promoten und darzustellen. Das ist vielleicht ein genuin amerikanisches Vorgehen. Melting Pot, Land der unbegrenzten Möglichkeiten und in der IT-Branche unangefochten die Nummer 1. So gut wie alle Marken und Konzerne, die wir heute mit Computern und Software verbinden, haben ihren Sitz in den USA. Ist diese Erfolgsgeschichte denn wirklich eine rein amerikanische? In Washington arbeitet Technikhistoriker Paul Ceruzzi. Wo beginnt für ihn die Computergeschichte? Ich schätze, sie beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung der Lochkarte von Hermann Hollerith. Er war Amerikaner deutscher Abstammung und entwickelte eine Lochkarte, um die Volkszählung der USA zu tabellieren. Also gehen wir noch mal ein ganzes Stück zurück, ins 19. Jahrhundert. Charles Babbage ist nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, das Prinzip des Jacquard-Webstuhls für seine Zwecke zu nutzen.
Herman Hollerith aus Buffalo, New York, begründet 1880 auf Punchcards, zu Deutsch Lochkarten, eine Methode zur Datenspeicherung. Und damit ein ganzes Geschäftsmodell. Bei der Volkszählung von 1890 knipst man für Geschlecht oder Alter einfach ein paar Löcher in die Karte, anstatt alles mühsam aufzuschreiben. Vor allem das Auswerten der Daten geht nun viel schneller. Die Volkszählung ist in 2 Jahren erledigt, anstatt in 7, die man ohne die Hollerith-Maschine gebraucht hätte. Das System ist derart erfolgreich, dass Hollerith sich mit 2 anderen Firmen zusammenschließt und einen Megakonzern zur Informationserfassung gründet. Seit 1924 bekannt als IBM. Und daraus entstand das Unternehmen IBM. Aus seinen Lochkarten resultierte eine Reihe von Maschinen, die Informationen sortieren und tabellieren konnten. Nicht berechnen, aber sie ermöglichten es, Daten zu speichern. Das schaffte die Grundlage für Apparaturen, die immer mehr konnten. In den 1930ern schließlich interessierte man sich bei den Maschinen mehr für den Aspekt des Rechnens. Um genau zu sein, im Jahr 1936. Spanien führt Bürgerkrieg. Die USA haben mit der Wirtschaftskrise und einer explodierenden Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Trotzdem zeigt sich der amerikanische Erfindergeist davon wenig beeindruckt und bringt in dieser Zeit unter anderem Parkuhren und polarisierte Sonnenbrillen hervor. Die Menschen suchen Zerstreuung im Kino und hören Jazz. Und mittendrin Howard Aiken. Eines Tages betritt der junge Philosophiestudent einen Kellerraum der Universität Harvard. Dort steht eine Rechenmaschine, die niemand benutzt. Kein Wunder, es handelt sich um einen von Charles Babbages unfertigen Prototypen. Gestiftet von dessen Sohn Henry. Aiken liest die Schriften von Babbage und kommt auf die Idee, einen Computer zu bauen. Fehlt nur noch ein Geldgeber. Wie gut, dass IBM in der Zwischenzeit zum unangefochtenen Marktführer für lochkartenbasierte mechanische Rechenmaschinen aufgestiegen ist und diesen Erfolg ins elektronische Zeitalter überführen möchte. Das Interesse an Aikens Idee ist groß und IBM investiert ganze $100.000. 1944 ist das Werk vollbracht und hört auf den Namen Harvard Mark I. Ein elektromechanischer Computer. Im Grunde weniger fortschrittlich als die Z3 von Konrad Zuse 3 Jahre zuvor. Also er hat dann 45 von der Mark I erfahren, mit großer Überraschung. Und der Ausspruch war ja von ihm, als er Ende 1945 in Berlin das Foto von einer Freundin vom Geheimdienst, die hat sie ihm aber nicht gegeben, die hat sie ihm nur gezeigt, gleich wieder einkassiert, sie durfte das eigentlich gar nicht. Hat er ja nur gesagt, oh wie groß. 760.000 Einzelteile, 3.000 Kugellager, 80 Kilometer Leitungsdraht. Eine fleißige, aber nicht sehr schlaue Maschine. Hauptproblem sind die Programme, die nur stur einen Befehl nach dem anderen abarbeiten und nicht auf Zwischenergebnisse reagieren können. Deshalb müssen immer wieder meterlange Lochstreifen mit Programmcode von Hand eingelesen und die Daten geladen werden. Aus heutiger Sicht ein absurder Aufwand für ein Gerät, das weniger kann als ein aktueller Taschenrechner. Trotzdem wird der Mark I für die USA unverzichtbar. Ja, es war ja der Zweite Weltkrieg, war ja der erste Krieg, in dem auch fortschrittliche Technik eingesetzt wurde auf allen Bereichen. Das reichte davon, dass man Geschütze beispielsweise eben auch elektromechanisch ausrichten konnte. Man brauchte dafür auch entsprechende mathematische Tabellen, um solche ballistische Einstellungen vornehmen zu können. Man hatte aber auch ganz andere Gebiete. Es ging um Wettervorhersage, das war kriegsrelevant. Und ein anderes Feld war natürlich die Entwicklung der Atombombe, die ebenfalls sehr viel Rechenkapazität erforderte. Seit 1943 arbeiten die Amerikaner an einer Atombombe. Aus Angst, Nazi-Deutschland könnte ihnen zuvorkommen. Kein Projekt hat bis dahin mehr Rechenpower verbraucht. Unter den 150.000 Mitarbeitern des Manhattan-Projekts ist John von Neumann. Ein Spieltheoretiker und Quantenmechaniker ungarischer Abstammung.
John von Neumann war natürlich ein absolut hochbegabter Mathematiker, Naturwissenschaftler, aber er war auch ein Schlitzohr. Also das war sein Metier, war auch das Networking. Er kannte Gott und die Welt, er war in der ganzen Politik, auf der ganzen Politikebene bestens vernetzt und hat das auch für seine Projekte eingesetzt. So kommt von Neumann zu dem Privileg, den einzigen funktionierenden Computer der USA für seine Zwecke zu benutzen. Um die endlosen Kernphysikberechnungen durchzuführen, kommt ihm der Mark I sehr gelegen. Doch von Neumann erkennt schnell die Grenzen der Maschine. Von Neumann versuchte für seine Arbeit an der Bombe sehr schnelle Berechnungen durchzuführen. Doch das Band war ein Hindernis. Für von Neumanns Zwecke muss etwas Schnelleres her. Sein Glück, dass es Bahnhöfe gibt. An einem Bahnsteig wie diesem ereignet sich im Sommer 1944 eine schicksalhafte Begegnung, die die Computergeschichte nachhaltig beeinflussen wird. Hier trifft von Neumann, der gerade von der Arbeit kommt, auf Irving Goldstein, der auf seinen Zug wartet. Nach einem kurzen Plausch erzählt Goldstein, woran er gerade arbeitet. Am ENIAC-Rechner. Ein 27 Tonnen schweres Monster. Entwickelt im Auftrag der US-Regierung zur Berechnung von ballistischen Tabellen. Was den ENIAC besonders macht, sind die fast 18.000 Vakuumröhren, die er anstelle der elektromechanischen Relais von Zuse oder IBM benutzt. Es ist sehr schwierig, Röhren zu benutzen. Sie brennen regelmäßig durch, weil sie zu heiß werden und sind unpraktisch. Aber sie sind schnell. Heute benutzen wir sie natürlich nicht mehr. Wir setzen Transistoren ein. Wenn man den ENIAC für eine Stunde zum Laufen brachte, konnte er mehr Berechnungen durchführen als Zuses Computer in einer Woche. Sie sehen, Geschwindigkeit war sehr wichtig und das ist sie auch heute noch im Hinblick auf unsere PCs und Laptops. Wenn sie nicht schnell sind, will sie keiner haben. If they don't go fast, nobody wants them. Was den schnellen ENIAC bremst, ist die Tatsache, dass er für jede der vier Grundrechenarten, die er beherrscht, komplett neu verkabelt werden muss. Doch wenn er einmal läuft, schafft er 50.000 Berechnungen pro Sekunde. Damals genug für die Atomforschung, für uns heute lächerlich wenig. Zum Vergleich: Zuses Z3, 20 Operationen pro Sekunde, der Mark I, 3. Ein iPhone von heute, über 5 Milliarden. Am 6. August 1945 erfüllt der ENIAC seine Bestimmung. Über Hiroshima wird eine Atombombe abgeworfen. Danach in Nagasaki. Mathematik, Physik und Informatik haben ihren Anteil daran. An verheerender Verwüstung, aber auch am Schlusspunkt des Zweiten Weltkriegs. Die glücklichen Kriegsheimkehrer interessiert weniger, welche komplexen Rechenmaschinen ihre Siege mitermöglicht haben. Bestenfalls erleben sie, wie der ENIAC am 14. Februar 1946 in einer großen Pressekonferenz als erster Computer der Welt vorgestellt wird. Über das Manhattan-Projekt und die Atombombe schweigt man sich aus. Der landesweit gezeigte Film spricht vom Elektronengehirn und schwärmt, dass man seine Steuererklärung damit machen kann. Das klingt wenig sexy und weckt kaum das Interesse der Öffentlichkeit. Trotzdem hat das Wort von Experten wie John von Neumann Gewicht. Er prophezeit dem Computer in seinem John von Neumann-Report eine große Zukunft. Darin entwickelt er aus seinen Erfahrungen mit dem ENIAC einen Standardaufbau für den Computer. Prozessor, Speicher, Ein- und Ausgabe.
Also zuvor war das ja eigentlich so, dass man das alles getrennt hat. Man hatte Daten, die in irgendeinem Speichermedium im Computer abgelegt waren. Und man hatte Befehle, die in der Regel über Lochkarten oder Filmstreifen, wie bei den Zuse-Maschinen, dann der Maschine zugeführt wurden. Und mit dem von Neumann-Prinzip kam die Idee auf, dass man Daten und Befehle für die Maschine genauso im Speicher, also in der gleichen Form im Speicher ablegt. Das Ablegen kann schon mal dauern. Bis heute erleben wir das, wenn wir ein Programm oder Betriebssystem starten. Und warten. Und warten. Und warten. Wenn Sie Ihren Windows-Rechner einschalten, wird erstmal von der Festplatte unendlich viel an Daten, an Programmen, das ganze Betriebssystem, die ganzen Treiber. Es wird dann alles erstmal in den Arbeitsspeicher geladen. Wenn erstmal alles geladen ist, läuft es aber auch. Ohne Bänder oder gar Lochkarten nachzulegen. Egal ob PC, Smartphone oder Fahrkartenautomat. Sie alle arbeiten im Prinzip nach von Neumanns Konzept aus dem Jahr 1946. Und das ist bis heute die Definition eines Computers. Einverstanden, Herr Dyson? Es ist erstaunlich, wenn man Alan Turing oder John von Neumann oder Konrad Zuse heute zurückholen könnte. Ich denke, was sie am meisten erstaunen würde, wäre nicht, dass man heute für ein paar Dollar einen Computer kaufen kann oder dass wir alle einen haben, sondern dass deren Aufbau sich seit damals nicht verändert hat. Alle unsere Computer basieren auf derselben Rechengrundlage, über die von Neumann sagte, so wird's gemacht. 70 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Keiner dieser mutigen Pioniere und Querdenker, deren Brillanz die Grundlage unserer heutigen Rechner bildet, bald mehr unter uns. Doch ihr Erbe, ihre Ideen und ihre Träume geistern in den Schaltkreisen und Programmen herum. Für ihre Visionen gelten Charles Babbage und Ada Lovelace heute als Kultfiguren der Computergeschichte. Überall auf der Welt dient Adas Geschichte dazu, Mädchen und Frauen für Mathe und Informatik zu begeistern. Es gibt Comics über sie und sie leben als Lego-Figuren weiter. Konrad Zuse gründet nach dem Krieg eine Firma für Großrechner. Seine Maschinen sind zuverlässig, aber nicht mehr bahnbrechend. John von Neumann spricht sich später für den Abwurf einer Atombombe über der Sowjetunion aus, um den Ost-West-Konflikt zu beenden. Aber er setzt sich auch dafür ein, Kindern Mathematik und Naturwissenschaften nahezubringen. Alan Turing wird 1953 wegen seiner Homosexualität verurteilt und zu einer Hormonbehandlung gezwungen. Von Depressionen geplagt, nimmt er sich mit Gift das Leben. Bis Computer unsere Wohnzimmer erobern, vergeht noch ein Vierteljahrhundert. 25 Jahre neuer Ideen, neuer Technologien und neuer Visionäre.